Waage werfen. Ihr müsst Bälle in eine Waagschale treffen. Zu viel zu diesem Thema. Kleinere Bälle, nicht unbedingt große Bälle. Wer soll es denn jetzt sein? Wer ist das? Nächste Opfer wollte ich schon gar nicht. Gute Frage. Pascal, wen soll ich denn nehmen? Dummen werfen, glaube ich, nehme ich dich jetzt mal nicht. Ja, wobei es... total schwierig. Willst du gegen mich spielen? Sehr gerne. Dann komm. Let's go. Come on, roll. So, da haben wir also den Gegner von Hildegard, Timothy Bolt. Oh, Jesus. Unter uns. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Timothy hier in die Waagschale werfen kann gegen unsere Olympiasiegerin. Schauspieler können wie gut mit kleinen Bällen werfen? Ich weiß es nicht. Hildegard gegen Timothy Bolt. Wenig. Was bitte? Wie alles andere auch, semi. Ja, Moment mal. Schauspieler können doch immer irgendwie in was hineinschlüpfen und sich... Alles so ein bisschen. Alles nur so ein bisschen. Ja. Okay, kommt ruhig einen Schritt nach vorne, während hier auch aufgebaut wird. Das ist gar nicht weiter schlimm, das können wir auch gerne zeigen. Also ihr seht ja schon die Waage. Komm ruhig ein bisschen, Hilde, komm ruhig mit zu mir rüber. Entschuldigung. Ihr müsst eure Bälle in die 5 Waagschalen werfen. Pro Durchgang habt ihr 50 Bälle und 90 Sekunden Zeit. Wer am Ende der Zeit mehr Waagschalen auf seiner Seite hat, gewinnt den Durchgang. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Also, Hilde wirft von da, du wirfst von hier. Okay. Immer wenn es geht, treffen. Und natürlich, wer dann, ich sag jetzt mal, 3 Waagschalen auf seiner Seite hat, hat einen Durchgang gewonnen. Ihr habt nur die Anzahl an Bälle. Mehr Bälle habt ihr nicht. Sollte aber auf jeden Fall reichen. Der Balken ist eure Grenze, da nicht übertreten. Schön dahinter bleiben. Hilfreich wäre es, wirklich nur in die eigenen Behälter zu werfen und nicht beim Gegner zu räubern, denn das wäre für den gut. Oder und ich laufe immer da, oder darf ich mir den Wagen holen? Du darfst dir den Wagen ruhig holen, gar kein Problem. Okay. Soweit alles klar? Ich hoffe. Ihr dürft schon einen Ball in die Hand nehmen. Okay. Los. Es geht um die nächsten 10.000 hier bei diesem Spiel. Hilde hat schön die Großmuttertechnik von unten mit einer schönen Flugkurve in die Behälter. Sie trifft, hat im Moment 2 Wagen auf ihrer Seite, aber die eine dreht sich gerade zugunsten von Tim. Ja, jetzt hat sich das Blatt kurz gewendet. Jetzt haben wir Pari. Hilde geht, um sich die 3. zu holen, macht das gut, macht das sehr gut, ist jetzt wieder in Führung. Hilde Gerg hat im Moment 3 Wagen auf ihrer Seite. Wie lange haben wir noch? Es sind noch 45 Sekunden jetzt. Ja, 45. Komm. So, komm. Sichert Hilde jetzt ab oder versucht sie eine weitere zu ihren Gunsten zu wenden? Sie geht in Richtung Absicherung. Und jetzt ist es eine Frage, wie viele trifft 30. sie da noch, um abzusichern? Es ist noch eine halbe Minute und Hilde, jetzt muss sie aufpassen, da geht ihr gerade eine Waage flöten. Jetzt muss sie gucken, was macht jetzt am meisten 20. Sinn? Im Augenblick geht das Spiel an Timothy. Im Augenblick geht es an Timothy. Und die Frage ist jetzt, kann sie diese eine da noch mal drehen oder geht sie doch auf eine andere? Es sind noch 6 Sekunden. 5. Timothy ist vorne. Noch ist er vorne. Kriegt sie das Ding noch mal gedreht? Was? Nein. Timothy gewinnt den ersten Durchgang für 1-0. Ah, knapp. Das war knapp. Aber ich gucke hier noch mal nach. Na gut, hier wird schon eingesammelt. Es sind aber ganz klar 3 Wagen hier auf dieser Seite am Boden. Hat jemand was zu trinken für mich? Ja, warte. Gar kein Problem. Ach, alle. Bitteschön. Jetzt dreimal. Okay. Aber da hat man sehr, sehr schön gesehen, wie so ein Spiel dann in so einem Durchgang kippen kann. Das sah lange gut aus für Hilde. Noch nie beim Bälle werfen. Kippen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat Timothy mit einer guten Trefferserie diese eine entscheidende Waage zu seinen Gunsten gekippt und schon gewinnt er den Durchgang. Best of 5, wer 3 Durchgänge gewinnt, hat die 10.000 Euro. Vorerst.
Da kann ja noch was raus werden. Immer sei darauf hingewiesen, wenn man einen ganz weiten Weg geht in dieser Show, dann kann man am Ende unter den beiden Besten sein, Elton. Und dann geht es am Ende von Show 4 um 100.000 Euro im Duell der beiden, die die meisten Spiele heute und in den kommenden Wochen gewonnen haben. Gut, ihr seid wieder soweit. Ich glaube, ich hatte noch nie im Stehen einen Puls von 170. Alter, da also frag mal Elton, wie das ist. Der hat das sein ganzes Leben lang. Aber nur, wenn ich mit dir zusammenarbeite. So, ihr seid soweit klar wieder. Set. Ball in die Hand. Einen nur. Oh, sorry. Und los. Also, unser Unter-uns-Schauspieler gegen die Skifahrerin. Mittlerweile vermietet sie Ferienwohnungen, unglaublich engagiert in der Förderung von Kindern. Einfach eine meiner Lieblings-Skifahrerinnen all time, Hilde Gerg. Und auf der anderen Seite Timothy, der das relativ ruhig macht, trotz Puls 170. Er lädt die eine Box extrem voll, weil er, so unterstelle ich mal, diese Waage fix auf seiner Seite haben möchte, dass Hilde da nicht gegenkommt. Die Frage ist halt nur, ob er da nicht ein bisschen viel verpulvert hat. Also diese eine Waage, wo er, ich würde mal sagen, 15 Bälle drin hat, die wird wahrscheinlich an ihn gehen. Aber was ist mit den anderen? Wie legt Hilde danach? Im Moment hat die 4 auf ihrer Seite, aber da sind einige, wo kein großer Unterschied ist. Jetzt holt er sich eine zurück, Hilde antwortet aber, jetzt steht es 3-2. Und die Frage ist, kann er eine weitere Waage zu seinen Gunsten drehen? Da, wo er es versucht, sind es im Moment deutlich mehr Bälle für Hilde. Und die letzten 8 Sekunden laufen in diesem Durchgang. Es wird zum 1-1 kommen, da bin ich mir sicher. Ausgleich. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Stark. Das ist das Herz eines Champions bei Hilde Gerg, 1-1. Und wir wollen hoffen, dass der Puls bei Tim nicht Richtung 180 geht. Wieso ist das so anstrengend? Das gibt's doch gar nicht. Ja, die Taktik war, glaube ich, Buschi, wie du schon gesagt hast, nicht ganz so. Ja, er hat die eine, hat er zu voll geladen. Da hat er auch sehr gut getroffen. Hat dann so ein Bewegungsmuster gehabt, was gut funktioniert hat. Aber dann muss er die Position wechseln und dann wird es schwierig. Und Hilde hatte ganz clever sich mal da hinten zwei gesichert, wo er noch gar nicht drauf geguckt hatte. Also, er ist natürlich völlig offen jetzt hier bei 1-1. Nochmal, 10.000 Euro gewinnt Hilde, steht sie bei 20.000 an diesem Abend. Nochmal gucken. Das Lustige ist, Elton, immer wenn ich dieses Geschnaufe höre, denke ich nicht, dass es Hilde ist, nicht, ruhig, dass es Ruhe. Tim ist. Ich denke immer, du Ruhe. Wärst es. Das ist nett von dir. Wo ist auch nicht Wolf Fuß? Ihr seid soweit klar? Nur einen? Nur einen. Sehr, sehr gut. Los! So, ist ja immer auch die Frage, wie ist die Lernkurve, wenn etwas nicht funktioniert hat oder aber auch wenn etwas gut funktioniert hat, was leite ich daraus ab? Wie taktiere ich? So, da hinten sichert sich Hilde wieder zwei Wagen. Aber auch Tim hat im Moment zwei und geht jetzt an Nummer 3. Das wird jetzt sehr interessant. Wie wird welches Gefäß auf den Wagen geladen? Wann kann ich, wenn ich den Gegner drüben beobachte, mit relativ wenig zusätzlichen Bällen das Ding wieder in meine Richtung kippen? Das ist die Frage. Im Moment ist Tim vorn und Hilde wirft eine Fahrkarte nach der anderen. Jetzt wird es ein bisschen besser. Und jetzt könnte da hinten das Ding. Nee, da sind doch viele von Timothy drin. So, wo ist jetzt die bessere Chance, einen für sich zu kippen? Wir haben noch eine halbe Minute. Da ist noch viel Zeit. Da ist noch alles möglich. Tim reagiert jetzt auf das, was Hilde macht. Tim reagiert auf das, was Hilde macht. Oh, 20! So, jetzt kippt sie das, jetzt kippt sie das.
Und das wird das Gefäß sein, was diesen Durchgang sehr wahrscheinlich entscheidet. Wer geht 2-1 in Führung? Im Moment ist Hilde vorn, aber das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und jetzt, und jetzt, und jetzt gibt er es. Er gibt es. Und er gewinnt den Durchgang. Ja! Ja! Alter! 2-1 für Tim. 1-2. Herzschlagfinale in diesem Durchgang. Tim führt 2-1. Hätte auf den letzten gehen müssen. Wahnsinn! Stark, wirklich stark. Eieiei. Alter Falter. Die macht mir das Leben nicht leicht, ich sag's so. Nee. Also, Tim, ganz kurz. Das würde ich anders einordnen. Du machst ihr das Leben nicht leicht. Können wir uns darauf einigen? Okay. Nein, ganz großes Kino, ihr zwei. Oh ja. Auch taktisch mittlerweile. Sehr überlegt. Gutes Trefferbild. Und jetzt gilt's eben. Ne? War es das für Hilde? Muss sie gleich in die Losers Lounge? Oder aber macht sie die 20 Mille? Hält sie sich die Chance aufrecht auf 20 Mille? Sie muss diesen Durchgang gewinnen. Sonst geht dieses Duell an Timothy. Also 2-1. Ihr seid wieder bereit. Los! So, suchen sich wieder jeweils ihr Gefäß aus, das sie sich vermeintlich erstmal sichern wollen. So. Also ich glaube, Timothy geht darauf, dass er sich das Gefäß, auf das er als erstes wirft, erstmal auf sicher angelt, weil er sehr viele Bälle reingeworfen hat. Ähnlich geht er jetzt wohl beim zweiten Behälter. Bei Hilde ist es hinten bei denen ähnlich. Und jetzt guckt sie und schaut, ich muss dagegen halten, dass der nicht schnell bei 3 Gefäßen ist. So, und das ist vielleicht jetzt das entscheidende Gefäß hier. Es sind allerdings noch 45 Sekunden genau jetzt. Und da ist jetzt wirklich spitz auf Knopf. Wer holt sich dieses Gefäß? Wer holt sich dieses Gefäß? Das ist noch nicht sicher für Hilde. Das ist unglaublich eng. Noch 30. 2-2 und im Moment 3-2 für Hilde in diesem Durchgang an Wagen. Das ist ganz offen. Holt er sich das wieder mit dem Schlussspurt oder verteidigt Hilde 20. diese dritte Waage? Sie muss diesen Durchgang gewinnen. Dann haben wir einen entscheidenden direkt im Anschluss. Sie muss ihn gewinnen. Und jetzt macht sie's. Und sie ist vorn. Sie darf jetzt nichts verpassen. Sie ist vorn. Sie wird zum 2-2 kommen. Wir werden in den Entscheidungsdurchgang gehen. Wow. Stark. Aber auch hier stark. Ist immer knapp. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Die wilde Hilde. Die macht mich fertig, wirklich. Da ist sie wieder. 2-2, entscheidender Durchgang. Mann, Mann, mal Vorsicht. Achso, nicht, dass ich da die Kamera umhaue. Also bis jetzt waren das ja erst 2 Spiele und wir haben jetzt schon 3 Stunden überzogen. Elton, stark. Jetzt mal ganz kurz. Hilde, Timothy, hört mal kurz auf zu atmen. Elton, du schnaufst auch, das nimmt dich mit, ne? Natürlich nimmt mich das mit. Das jetzt stell dir mal vor, du müsstest dich auch noch wirklich bewegen. Ey, wirklich. Lucy, das ist immer, wenn ich das Wort Waage höre, da kriege ich Panik. So, und nochmal ans Publikum. Was ist das für eine Leistung hier? Spiel 2, Hilde Gerg, Timothy Wolf, großartig. So, es gilt, wer diesen Durchgang gewinnt, gewinnt das Spiel. Es geht um 10.000 Euro. Los! So, natürlich spielt jetzt der Kopf eine große Rolle. Wie belastbar geht man mit Druck um? Die Taktik ist mittlerweile bei beiden längst klar. Da haben sie sich was überlegt, wie sie es angehen. Jeder will erstmal seine Waage
auf 2 Punkten sich sichern. Und dann werden wir am Ende wahrscheinlich wieder diesen Kampf haben an einer Waage, die umkämpft ist. Hohe Scheiße, so war es ja vorher. So, wir haben im Moment 3 Wagen bei Timothy Bolt. Aber das ist noch längst nicht entschieden. Wir haben noch eine knappe Minute in diesem Durchgang. Wichtig ist natürlich auch die Treffsicherheit. Hilde im Moment mit Problemen. Aber da geht noch eine Menge. Jetzt muss sie gucken. Die ist halt so schwer da oben. Und jetzt hat sie einfach Probleme zu treffen. Sie lässt jetzt viel liegen. Kann sie das noch mal drehen? Geht da drüben jetzt was? Da hat sie so ein bisschen den Rhythmus. Es geht wahrscheinlich um den einen da oben, wo sie jetzt drauf wirft. Halbe Minute noch. Ich glaube, das wird der umkämpfte sein, um den es geht. Ansonsten, die anderen dürften alle klar sein. Aber die Frage ist, kommt Hilde da noch mal ran? Kann sie das Ding noch mal drehen oder macht Timothy die letzten 15 Sekunden hier den Sack zu? 10. Kommt sie da noch mal ran? Kann sie das noch mal drehen? Das sieht schlecht aus für Hilde Gerg. Timothy Bolt, er wird es machen. Er holt sich 3 Wagen und gewinnt das Spiel. Ah, schade. Komm mal mit. Komm her. Wow. Wow. Boah, Mann! Jetzt sind wir bei Pulse 180. Spannend. Das war sehr, sehr spannend, mein lieber Mann. Und ja, bei dem einen darf zu viele Fehlwürfe auf einmal. Ja, wenn sie oben sind, ist es schwieriger zu treffen, als wenn sie unten sind. Aber kann man dann nicht sagen, pass auf, hier, ich habe hier keine Chance, ich nehme doch schnell irgendwie die nächste Waage? Oder ist man so fixiert und sagt, nee, Kruzifix, ich will jetzt nicht. Nee, aber ich habe gesehen, dass er da eigentlich am wenigsten hat. Aber dann wechselt er halt auch wieder, dann müssen wir wahrscheinlich selber nochmal wechseln. Wir blenden ja Untertitel ein, dann verstehen wir die Hilde auch. Hilde, es tut mir leid. 10.000 Euro sind erstmal futsch. Ab in die Losers Lounge. Aber hier, Timothy Bolt gewinnt das Spiel und hat jetzt erstmal 10.000 Euro auf seinem Konto.